Hallo meine Lieben, du kannst Stapel 1, 2 oder 3 wählen. Ja, das ist Orakel der Feen. Was haben die Feen für Botschaft an dich? Ja? Und kommt noch Lenormand dazu. Wähle Stapel 1, 2 und 3. Das sind Oberthemen, ja. Und hier kommt noch in der Liebe. Stapel 1, 2 oder 3. Wie wollt ihr raus? Die wollte. Oh mein Gott, da ist 3. Wow, Stapel 2 hat 3 Karten. So, meine Lieben, Orakel der Feen, Stapel 1, 2 oder 3. So, dann beginnen wir. Diese Karte diese Woche ist schon dreimal gekommen, diese Karte hier. Bitte um das, was du möchtest. Teil dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst, ja? Und das wird dir Glück, eine glückliche Ausgabe, wenn du das machst, ja? Hab Vertrauen, ja, geh in dich hinein, spreche mit deinem Schutzengel, mit Gott, ja? Bitte um Hilfe, ja? Bitte um das, was du möchtest, was dir fehlt. Bitte um deinen Wunsch, bitte um deine Situation zu verbessern. Bitte um Klarheit, um Hilfe, egal in welcher Bereich das es geht in deinem Leben. Und das kommt Glück, ja? Du wirst sehen. Geht eine positive Weg, ja? Okay? In der Liebe. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit. Wenn du in einer Bindung bist und du machst eine Pause oder überdenke die Situation, sagt dir die Karte. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit. Ja. Hier ist drei Karten gekommen. Wow. Stapel 2. Geh weg. Etwas blockiert dich, etwas haltet dich zurück, etwas macht dir Problem. Etwas ist in Schwierigkeiten. Ja, 21. Ein Mensch, ja, oder ein Feind. Kann auch repräsentieren, ja, der Berg. Hindernisse, Blockaden, Schwierigkeiten, Probleme. Geh weg von dieser Situation. Verlass diese ungesunde Situation. Diese Situation macht dich, geht in deine Gesundheit hinein, ja. Verlass diese ungesunde Situation, rat dich die Feen. Und freue dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Ja, etwas blockiert dich. Privat wie geschäftlich, ja, kann alles repräsentieren. In der Liebe, du Glückspilz, du. Stapel 2 ist 3 gekommen. Botschaft der Liebe, der Engels in Sache Liebe für dich, ja. Kann sein, dass du in einer Resonanz bist, oder beide, oder alle drei. Du musst dann schauen, was für dich, ne, anzieht. Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran, du hast eine innige Verbindung zu jemandem.
spezielle Verbindung. Allein die Zeit wird es zeigen. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich meine Arme sinken. Super, sehr schöne Botschaft. Stapel 3, perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst im Leben, ob berufliche Ebene oder privat. Und dass da Überraschungen, Dates, ja, Einladungen, ja, Nummer 9 kann auch ein Mensch repräsentieren, ein Geschenk, ja, perfektes Timing, jetzt. In der Liebe. Oh, schön, auf ewig. Respektiere den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im Anderen, ewig wert, auf ewig. Mit jemand auf ewig verbunden sein, steht das hier. Sehr schön. So, meine Lieben, jetzt kommt Karte 1, 2 oder 3 wählen. Die rote raus, Karte 1. Die rote raus hier. So, mal mischen. So, da kannst du Karte 1, 2 oder 3 wählen. Karte 1. Ritter der Schwerter. Das steht für Abkühlung, Auseinandersetzung, Streitigkeit und Ärger. Kann sein, dass du dich gerade jetzt in dieser Situation befindest oder es kommt auf dich zu. Ja? Und bitte einen kühlen Kopf bewahren. Karte 2. Ah, schau mal, dieser Mensch hier ist mit Augen verbunden. Er sieht nicht, was seine Nase vorgeht. Schüchternheit, Unsicherheit, man ist unsicher, man weiß nicht, wie man entscheiden kann, ja. Gedrängt fühlen, Engpass überwinden, steht diese Karte. Karte 3. Entscheidungsschwäche und Zweifel. Irgendeine Situation. So, meine Lieben, das war Orakel der Feen an euch. Ja? Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bye.